wanna do my own thing, but I think I follow the trend. It's been suggested, maybe I wanna be your best friend. Yeah, yeah, blind in my eye holes and just trying hard to see. I can tell by your middle finger that you're warming up to me. Yeah, yeah. Seid gegrüßt da draußen und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Metal-Zwerg, der Borussia mit Herz und im Gepäck natürlich die Prognose für den 6. Spieltag der Bundesliga. Ja, ihr seht es hier schon an den Trikots und an allem drumherum. FIFA 19 ist ab sofort bei mir am Start. Jetzt aber natürlich zum Fußballtechnischen. Ihr seht es hier, Bayer Arena, das heißt, wir sind in Leverkusen. Ja, schauen wir schnell auf den 5. Spieltag zurück. Leute, was war da bitte los gewesen im Westfalenstadion? Nürnberg ist ein Aussteiger. Ja, Nürnberg ist nicht so stark, aber 7:0, das hat selbst mich jetzt ein bisschen weggehauen, kann man wortwörtlich sagen. Also ich hätte höchstens mit einem 3:0, 4:0 gerechnet, aber nicht so. Ja, schauen wir schnell auf Leverkusen. Die mussten in Düsseldorf ran und konnten sich dank des Doppeltorschützen Kevin Volland mit 2:1 durchsetzen. Das heißt, Leverkusen ist jetzt auf Platz 11 mit 6 Punkten und der BVB ist punktgleich mit Werder Bremen auf Platz 2 und 11 Punkten. Aber dank der besseren Tordifferenz von 15:3 gegen 10:6 ist der BVB auf Platz 2. Ja. Hier kommen wir jetzt auch zur Aufstellung. Leverkusen, das war ihre Aufstellung im Spiel gegen Düsseldorf. Und da sehen wir auch einen altbekannten Money Bender, genannt der Iron Money. Ja, leider spielt er ja nicht mehr bei uns, aber ich denke mal, ganz so schlimm ist es für ihn auch nicht. Er ist immerhin mit seinem Bruder Lars Bender bei Leverkusen zusammen. Ja, unsere Aufstellung hier im Tor natürlich Roman Bürki, davor dann Schmelzer, Akanji, Zagadou für den gesperrten Diallo und Hakimi ist auf der rechten Position, dann Delaney und Alex Wistel, davor dann Jakob Brun-Larsen, Marco Reus und Christian Pulisic und im Sturm natürlich Maximilian Philipp und der Schiri war jetzt aber hier sehr schnell gewesen. Das Spiel ist angepfiffen. Oder wie Werner sagen würde, jawohl, meine Damen und Herren, der Ball ist freigegeben. So, und jetzt der BVB hier auch gleich mal mit Larsen. Die Flanke, aber das kommt nicht gut rein. Ja, Larsen 1:0 gemacht gegen Nürnberg. Und da haut Reus mal den Ball an die Querlatte. Das geht hier gut los und der Ball erstmal da raus. Einwurf für den BVB. Hakimi, Philipp. Oh, ganz knapp, aber gut geklärt vom Schlussmann der Leverkusener. Ja, der Schlussmann von den Leverkusenern ist ja auch ein sehr guter Torwart, hat man gesehen, wo er noch damals bei Eintracht Frankfurt war. Mit der Eintracht ins Finale des DFB-Pokal und dann die Bayern geschlagen. Also der Junge hat richtig was auf dem Kasten. Marc Reus jetzt die Ecke rein und da Faustabwehr. Akanji setzt nach. Wistel. Akanji. Die Borussia kann sich da gut festsetzen, aber jetzt die Leverkusener. Da kombinieren sich da gut durch auf der linken Seite, aber jetzt der Ballverlust. Und Christian Pulisic. Oh, Fehler von Christian. Bender. Und die Flanke, da ist Volland, aber sehr schön. Da war ein Kopf der Abwehr der Borussia dazwischen. Und jetzt Philipp alleine, 3 gegen 4, na, das wird knapp. Jetzt 4 gegen 4. Ah. Und der Rückpass, und der war der große Fehler. Aber Alex Wistel kann das nochmal ausbügeln. Oh, der Schiri stört hier den Bender. Und jetzt die Leverkusen, da kommen sie da durch. Ah, die Flanke kommt rein, aber Zagadou hatte da schön den Fuß zwischen und jetzt sitzt eng und hat die erste kleine Prüfung für Roman Bürki hier. Langer Abstoß. Und kann Reus sich den Ball sichern, ja, auf Christian Pulisic, Wistel, wieder Christian. Jetzt für Besuch der BVB auf die rechte Seite und Hakimi hat sich den Ball gut erlaufen. Flügelwechsel auf Larsen und der
Ah, der Kopfball war zu schwach. Schade. Aber der war auch ein bisschen steil, der Winkel. Ja, im Spiel gegen Nürnberg, also Traumtor zum 1:0 für Jakob Blum Larsen. Dieser Lupfer über den Torwart, der war regelrecht schon frech gewesen. Und die Lenny ist da liegen geblieben. Aber wohl alles in Ordnung. Läuft wieder. Ah, Kevin Volland. Und Akanji kommt daran. Jakob Brun Larsen verliert aber hier den Ball. Volland wieder. Die Flanke. Und Roman Böcki hat da kein Problem, den Ball von Bailey aufzunehmen. Und jetzt der lange Ball nach vorne, aber zu lang. Da kann Larsen nicht mehr rankommen. Und wieder Kevin Volland. Und diese kann sich den Ball erlaufen, die Flanke, aber Hakimi lässt abprallen und Roman Böcki nimmt ihn da sicher auf. Und die Leverkusener kommen auch gut durch vor. Und da wurde der Ball von Sagadu abgefälscht. Und das gibt eine Ecke. Ja, Sagadu natürlich hier für den gesperrten Diallo. Ich denke mal, Diallo wird hier im Leverkusen-Spiel auf jeden Fall wieder auflaufen. Der war ja nur für das Nürnberg-Spiel gesperrt, aber naja, man sagt lieber nichts. Und Roman Böcki klärt hier sehr schön. Dann sagt man lieber nichts dazu, was der DFB sich da mit seinem Sportgericht zusammenreimt. Klare Fehlentscheidung, aber die sind trotzdem ein Spiel schwerer. Man muss dazu nichts mehr sagen. Jetzt Bailey wird die Ecke reinbringen. Ach, anscheinend kurze Ecke. Nein, doch lange Ecke. Und er war gefährlich. Und jetzt macht hier Roman Böcki, ja, macht den Ball doch nicht schnell. Lieber sicher, ja. Und Hakimi, da kann man sich nicht beschweren, hat in seinem Premierenspiel gegen Nürnberg auch direkt mal sein erstes Tor gemacht für den BVB. Und das dann auch noch auf die Süd, also Respekt dafür. Und ich glaube, Hakimi ist definitiv ein guter Backup und Ersatz für Lukas Piszczek. Und da ist Christian Pulisic jetzt durch. Da hat Wendell etwas gepennt. Die Flanke kommt rein, aber zu ungenau. Und Whistle Royce, Delaney. Jetzt wird der Ball nochmal schnell gemacht, aber da kommt Jakob Brun Larsen nicht ran. Aber die Bayern kommen da auch nur mit einem langen Ball raus. Und jetzt Reus. Hakimi wieder. Delaney. Ah, die Leverkusener machen die Reihen jetzt hier ganz schön eng. Und Christian Pulisic ist da durch. Marco Reus. Der Pass auf Christian Pulisic. Der zieht ab. Und da macht er in der 36. Minute das 1:0. Also Christian hat zurzeit ja wirklich einen Lauf, kann man sagen. In der Champions League getroffen. Dann gegen Nürnberg getroffen. Und jetzt auch gegen Leverkusen. Der Bengel hat wortwörtlich einen Lauf. Da kann man sich echt nicht beschweren. Freut mich auch für ihn auf jeden Fall, dass er jetzt so einen Lauf hat. Er ist ja, wie man so schön sagt beim BVB, aus der goldenen Generation. Die haben da ja ganz schön was mit den B-Junioren erreicht. Also Wahnsinn. Wenn man mir überlegt, also wirklich Christian, der hat ja zurzeit echt einen Lauf. Und jetzt habe ich die Leverkusener. Oh, das war knapp. Und Larsen. Ah, schieb nochmal lieber rüber. Und die Leverkusener pressen jetzt auch sehr früh.
Und Roman Bücke nimmt den aber hier sicher auf. Ja, die Leverkusener sind jetzt natürlich torhungrig. Aber der BVB macht auch direkt an der Mittellinie schon mal alles dicht. Aber die Leverkusener kommen jetzt doch nicht dadurch. Hakimi nochmal zu Roman. Sicher ist sicher. Ja, Zagadou, wenn man den gerade so gesehen hat, darf man auch nochmal einen Blick drauf werfen. Der hat ja das 7:0 erzielt. Der dürfte denn... Nein, nicht Zagadou. Das war natürlich Julian Weigel, das war jetzt mein Fehler. Da habe ich mich gerade vertan. Aber bei so vielen Toren kann man schon mal durcheinander kommen. Ja, und da ist auch der Schlusspfiff. Ja, und mit den Bildern unserer Fans und hier von Christian Pulisic verabschiede ich mich erstmal in die Halbzeitpause. Ja, und pünktlich mit den Anpfiff zur zweiten Halbzeit bin ich wieder zurück. Jetzt bin ich mal auf die Antwort von Leverkusen gespannt. Ah, Alex Wüste verliert den Ball, kann sich aber trotzdem da noch wieder behaupten. Und jetzt hat aber Philipp hier den Ball verloren. Shinji. Und kommt Shinji ran? Nein, schade. Aber hat sich da gut durchgesetzt gegen Volland und konnte dadurch den Einwurf jetzt rausholen. Jetzt der BVB hier doch noch ein bisschen zurückhalten. Und Delaney verliert da auch den Ball. Wendell. Ja, kommt er da durch. Bailey. Ja, die Leverkusen, da können sich da auch gut durchsetzen. Aber Hakimi sehr gut dazwischen. Ah, Zagadou, ah, das ist hier ein bisschen gefährlich und jetzt ist der Ball raus. Das haben wir schon im Spiel gegen Nürnberg gesehen, dass das da doch ein bisschen ein gefährliches Spiel von Zagadou immer war. Und jetzt mal der Abschlussversuch, aber der geht deutlich darüber. Hat er vielleicht sogar abgefälscht? Ah, das sah mir so aus, als ob der abgefälscht wäre. Und hier haben wir auch einen Wechsel. Jetzt habe ich immer nicht gesehen, wer das war, weil das so schnell ging. Und also Schreck neu bei Leverkusen auf dem Platz. Und Delaney ist runter für Julian Weigel. Jetzt haben wir den Torschützen zum 0:7 gegen Nürnberg auf dem Platz. Und die Leverkusen, Alex Wüste passt da auf. Hier wird es eng. Und Christian, Reus, Kagawa. Jetzt könnte mal was hier schnell gehen. Ah. Und da ist aber auch schon wieder vorbei mit dem Konter und der Fehler von Marco Reus. Da ging der Ball direkt in die Füße von Jonathan Tah. Und na, die Fans schreien auf, was war da los? Und der neue Mann schreckt direkt am Ball gewesen. Ah, verliert jetzt aber hier den Ball wieder. Und jetzt könnte es mal hier schnell gehen. Marco Reus, Shinji. Und schöner Ball auf Marco Reus. Jetzt wird es eng hier. Flanke. Aber da kommt Christian nicht ran. Und der Ball geht ins... Nein, er ist nicht aus. Bailey konnte sich ihn doch noch erlaufen. Und hier der Fehler, aber Leverkusen. Ah, nee, bleiben doch nicht im Ballbesitz. Alex Wüste hat da sehr gut nachgesetzt. Und Schmelzer. Reus. Ah, guter Flankenversuch, aber auch gut geklärt. Und der nächste Wechsel. Kiese geht runter und Alario neu bei Leverkusen auf dem Platz. Und Christian geht runter. Der Torschütze zum 1:0 und dafür neu Mohamed Dahoud auf dem Platz beim BVB. Und Leverkusen hat sich jetzt hier sehr weit zurückgezogen.
Alex Whistle bleibt im Ballbesitz. Da Hut direkt mal dran und haut drauf. Aber das Ding geht daneben. Und der Ball wurde auch noch abgefälscht. Dann gibt es noch gleich direkt den Eckball. Marco Reus wird die reinbringen. Na, kurze Variante. Nein, auch die lange. Alex Whistle mit dem Kopf daran. Aber das funktioniert nicht. Und war da noch einer mit dran? Ja. Also gibt es nochmal erneut die Ecke. Wieder Marco Reus. Und nochmal. Und Hakimi, sehr schön gemacht. Und da der Ballverlust für Leverkusen. Julian Weigel, Maximilian Philipp, Reus. Und Schmelzer ist durch. Flankt rein. Aber leider zu ungenau. Aber dafür auch jetzt der Eckball. Und wieder die lange Variante. Ah, schade. Da konnte Zagadou sich nicht durchsetzen im Kopfballduell. Und der Ball ist auch im Aus. Einwurf dann doch für den BVB. Und Hakimi, der Hut. Auf Reus. Der auf Julian Weigel. Warte, zieht nochmal ab. Und da wird der Ball auch abgefälscht von der Nummer 14. Und der Torwart musste auch nochmal hinlangen. Sonst hätte der Ball sich doch da gefährlich absenken können. Ah. Doch, lieber nochmal zur Sicherheit mit der Hand ran. Sicher ist sicher. Und die nächste Ecke. Jetzt gibt es aber Ecken hier am laufenden Band. Und Alex Whistle auf Weigel. Ja, auf der Hut wieder Weigel. Zagadou haut mal drauf. Aber aus der Drehung war das auch ziemlich schwer. Und die Leverkusen, da können sich jetzt hier den Ball erarbeiten. 3 gegen 3. Und jetzt ist hinten wieder die Abwehrkette geschlossen. Aber Wendell hat sich da durchgeschlichen. Der Hut geht auch nicht ran. Die Flanke kommt rein. Aber sie geht neben das Tor. Schöne Wiederholung hier. Anscheinend ein neues Future in FIFA 19. Der ging aber deutlich daneben. Ah, die Leverkusener pressen trotz alledem immer noch sehr hoch. Und Maximilian Philipp verliert da den Ball. Mit Schreck am Ball. Bailey. Ah, verliert gegen Hakimi den Ball. Der setzt sich da auch gut durch. Der setzt sehr schön nach. Jetzt Maximilian Philipp. Chinji. Und Schmelz. Ah, zu weit vorgelegt. Da konnte Brandt sich den Ball ohne Probleme erlaufen. Und jetzt hier der Fehler. Philipp kann sich den Ball erlaufen, aber kann sich da nicht weiter gegen Tah durchsetzen und verliert ihn wieder. Jetzt Julian Brandt. Und da ist wieder Julian Brandt dran. Guter Pass von Tah. Alario. Bender. Ah, und der Ballverlust für Leverkusen. Der Hut auf Reus. Chinji. Der Hut wieder. Ah, schade. Hatte sich Marcel Schmelzer gut freigelaufen. Und jetzt Leverkusen. Gefährlicher Pass hier. Und Wendell, kann er sich da gut durchsetzen? Ja. Die Flanke kommt rein und Schmelzer haut den Ball erstmal raus. Das gibt nochmal einen Wurf in der Schlussminute für Leverkusen. Jetzt wird es nochmal gefährlich.
Und Lario. Boah, nochmal Lario. Jetzt brennt hier lichterloh am 16er vom BVB. Ja, sie versuchen nochmal die Mannschaft rauszulocken, zu strecken, um Lücken zu schaffen. Schreck, Bailey. Die Flanke kommt und Schmelzer mit einer richtig schönen Klärungstat hier. Bender, oh, Schreck, aber Roman Bücki nimmt ihn hier locker auf und das dürfte es auch gewesen sein. Ja, da haben wir den Schlusspfiff. Ja, also der BVB kann sich am 6. Spieltag mit 1:0 gegen Leverkusen durchsetzen. Also ihr wisst wieder, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo-Button auf YouTube hier drücken und Kritik und Anregungen immer wie unten in die Kommentare rein und für die neuesten News natürlich immer auf Twitter und Facebook vorbeischauen. Und neue Ankündigung, ich werde jetzt bei FIFA 19 The Joinery auf Twitch streamen, also schaut auf Twitter vorbei, dann verpasst ihr das nicht. Bis dahin sage ich ciao, euer Metal-Zwerg, der Borussia mit Herz.